Hi, ich bin Saki. Hallo zusammen, heute gibt's mal wieder ein kleines Mini von mir. Die ersten Sonnenstrahlen des Januars haben mich rausgezogen. Bei uns in Mitteldeutschland ist jetzt der meiste Schnee weggetaut, aber es ist noch ziemlich feuchtes Wetter. Aber das macht mir nichts, ich gehe ganz gerne raus und außerdem ist es perfektes Wetter für das, was ich euch heute zeigen will. Denn heute gibt's mal wieder um Nahrung aus der Natur. Ich möchte euch heute eine essbare Baumpilzart vorstellen. Ich bin mir sicher, etliche werden die schon mal gesehen haben, sie aber auf keinen Fall als essbar eingestuft haben. Ja, ich bin hier in so einem ganz jungen Mischwald unterwegs mit sehr viel Buschbestand und das ist genau der richtige Ort für mich, um diese Pilze zu suchen. Denn überall hier mittendrin steht auch immer wieder Holunder, schwarzer Holunder. Und das ist genau die Pflanze, die ich jetzt brauche, denn dieser Pilz liebt den schwarzen Holunder. Da haben der Pilz und ich schon mal was gemeinsam. Also, auf geht's, ich suche mir jetzt Holunder. Hier gibt es wirklich eine ganze Menge Holunder, aber ich darf gar nicht an diesen gesunden Büschen suchen, sondern ich suche nach gerade absterbendem oder bereits abgestorbenem Holz. Denn der Pilz, den ich suche, das ist ein sogenannter Schwächeparasit und Schwächeparasiten ernähren sich von absterbendem Holz. Aber jetzt habe ich genau das richtige Holz gefunden. Kommt mit! Hier! Und hier sind auch die Pilze, die ich suche. Oder hier unten am Stamm. Diese Pilze nennen sich Judasohren und wie gesagt kommen sie hauptsächlich auf absterbendem Holz von schwarzem Holunder vor. Es soll sie aber auch an Birken und Ulmen geben und ganz, ganz selten mal an Fichten. Das habe ich aber noch nie gesehen. Warum sie Judasohren heißen, wird klar, wenn man sich so einen Pilz mal abnimmt. Der erste Teil des Namens kommt aus dem Historischen und zwar soll sich der Verräter von Jesus, Judas, aus Reue an seiner Tat an einem Holunderbusch erhängt haben. Ja, und der zweite Teil Ohr, das kommt einmal von der Form her. Hier könnt ihr auch gerade sehen, die Außenseite ist so ganz leicht pelzig und wenn ich das Ohr jetzt mal umdrehe, guckt euch das an, das sieht tatsächlich so ein bisschen wie so ein komisches Ohr aus. Daher der Name. Zum Ernten der Pilze braucht man kein Messer oder so, man kann sie ganz einfach vom Holz abnehmen. Oh, hier habe ich noch einen richtig großen Fund. Hier ist alles voll und auch um einiges größere Pilze dabei. Super! Aber ich nehme gar nicht mehr so viele. Das, was ich habe, reicht mir schon. Das Interessante an diesen Pilzen ist, sie können eigentlich rund ums Jahr gefunden werden, selbst im Winter unter Schnee. Im Sommer, wenn es dann warm wird, wenn die Luft trocken und warm ist, dann schrumpeln sie zusammen und man kann sie an den schwarzen Holunderbüschen kaum noch sehen. Aber sie sind dann nicht abgestorben, denn sobald es wieder regnet und feucht wird, entfalten sie sich wieder. Das ist sehr interessant bei diesen Pilzen. Die Judasohren sind ziemlich robust und zäh und deswegen muss man sich gar keine Gedanken machen wie bei anderen Pilzen, dass sie beim Transport zerdrückt werden. Man kann sie einfach in so einen Beutel reinwerfen und da passiert gar nichts.
Viele von euch werden diese Pilze übrigens schon mal gegessen haben, denn ein anderer Name der Judasohren ist Mu'er. Und Mu'er-Pilze sind fester Bestandteil von ganz, ganz vielen chinesischen Gerichten. Also wenn ihr schon mal chinesisch essen wart, dann habt ihr sie mit Sicherheit schon mal gegessen. Ein noch anderer Name wäre zum Beispiel auch Holunderschwamm. Wenn es beim Bushcraften um essbare Pilze geht, dann ist ja auch immer die Frage, kann ich den auch roh essen? Und das ist nicht so einfach zu beantworten, denn das ist nicht grundsätzlich immer gleich. Es gibt Pilze, die im rohen Zustand giftig wirken. Es gibt Pilze, die man im rohen Zustand essen kann. Und unter denen gibt es wiederum Pilze, die im rohen Zustand sehr schlecht verdaulich sind und dementsprechend Magenprobleme verursachen können. Ganz gut zu merken ist, alle Pilze, die auf Holz wachsen, also auch die Judasohren, gelten als schlecht verdaulich. Aber in einer wirklichen Survival-Situation könnte man sie auch roh essen. Man sollte dann allerdings aufpassen, dass man nicht zu große Mengen von ihnen isst und sie vielleicht mit anderer Nahrung mischt. Vom Geschmack her, sie haben keinen besonderen Eigengeschmack, schmecken fast nach nichts. Wenn ich drauf rumkaue, ist es jetzt fast so, als wenn ich auf einem kalten Stück Knorpel kaue. Ein bisschen weicher, denn ich kann sie schon noch zerbeißen. Ja, aber wie gesagt, keinen besonderen Geschmack, ganz leicht pilzig. Viel besser ist es, sie zu kochen, dann sind sie leichter verdaulich. Aber da sie keinen Eigengeschmack haben, ist es viel besser, sie als Beilage zu irgendwas zu geben oder in etwas zu verkochen, in einem Eintopf oder ähnlichem. Also die Judasohren als typisches Pilzgericht mit Pilzen, mit Zwiebeln angeschwitzt, das funktioniert nicht so vom Geschmack, das ist nicht so optimal. Ich werde sie jetzt noch kochen, damit ihr das auch noch mal seht. Und ja, ich habe mir was mitgebracht, damit das Ganze ein bisschen besser schmeckt. So, zum Säubern der Pilze gucke ich einfach, ob da, wo sie am Baum gesessen haben, noch ein bisschen Holz oder Moos sitzt. Das schneide ich ab. Dann kann man sie ganz einfach mit den Fingern säubern. Und dann zerkleinere ich sie leicht hier auf meiner improvisierten Unterlage. Und so in den Streifen werden sie dann gekocht. So, und ab ins Wasser damit. Das kocht zwar noch nicht, aber jedes bisschen Hitze kann ich ja schon mal ausnutzen. Und dann Deckel drauf. Die Judasohren sollten so etwa 15 Minuten kochen. So, meine Pilze kochen jetzt ungefähr 10 Minuten und ich habe ja vorhin gesagt, dass sie alleine keinen Geschmack haben, dass sie nicht schmecken, wenn man sie nur so isst und dass man sie am besten zu irgendwas dazu gibt. Ich habe mir dazu zum Beispiel heute so ein Stück Erbswurst mitgebracht. Viele Bushcrafter werden das kennen, viele lieben es, weil es einfach zu transportieren ist. Wer es nicht kennt, das ist einfach so eine, ja, ein Fertiggericht, kann man sagen, das kleinste und leicht zu transportierende Fertiggericht und besteht aus Erbsen, die gemahlen worden sind, und Speck.
Und das gibt man einfach in kochendes Wasser und hat dann die Grundlage oder eine einfache Erbsensuppe. Und da will ich jetzt einfach zwei von diesen Erbswurststücken mit reingeben und dann koche ich mir eine Erbsensuppe mit Pilzen. Die Erbswurst braucht auch noch so 5 bis 10 Minuten an Kochzeit und dementsprechend kochen meine Pilze dann insgesamt lang genug. Futter an. In so einem Süppchen sind die wieder richtig gut. Fast so ein bisschen Asia-Style. Lecker. Und heiß. Ein ganz einfaches Gericht, aber allein wenn man draußen ist und an der frischen Luft ist, super lecker. Also manchmal ist das Einfachste einfach das Beste. Findet ihr nicht auch? Macht's gut!